Servus. Na geh. Jo, ey. Im selben Weidhofen, auf einem anderen Parkplatz, geht der Party-Weidhofner auf seinen wahren Schatz. Kaschas, Leberkas. Alter, da komm ich nicht durch. Was reimt sich auf Kevin Wittek mit K? Er meint drauf, der Supermarkt da. Kevin Wittek mit K wie Eurospar ist einfach durch das entstanden, einfach, weil ich gerne zum Eurospar gehe. Und ja, und weil ich allweg gerne Leberkassemme isst. Und deswegen habe ich das halt so erfunden dann. Und das hat sich für mich einfach so gereimt, was das Wittek mit K wie Eurospar. Eigentlich die Wörter werden im Mund umgedreht eigentlich. Und dann ist es eigentlich urviral gegangen. Kevin ist ein Phänomen, jeder will sein TikTok sehen. Er geht gern zum Eurospar. Also von einer Skala von 1 bis 10, da hat die der Leberkassemme 10 geben. Sie war gut, der Leberkass war saftig, die Semme war gut rausgebrochen. Also muss ich den Eurospar sagen, 10 von 10, top dabei. Ich war in der Fahrschule, ich hab's halt da vorne gelernt, aber ja, manchmal musst du einfach ein bisschen Blätter hinstellen, dass du ein bisschen Aufmerksamkeit hast von den Leuten. Und ich glaube, wie ich es gemerkt habe, ich bin sicher am Montag durch irgendein Bild in der Nähe, wahrscheinlich in Wadhof. Zu 100%. Kevin Wittek. Der Kevin Wittek, ja, der mit K, war nicht immer TikToker. Er hatte auch mal Kicker am Radar, wollte in die Bundesliga als Rapidler. Ja, Daniel. Ja. Ja, kick mal da weg. Ja. Ja, perfekt. Muss ich mich umziehen? Dann kann man sagen. Also, Fußball ist einfach Leidenschaft für mich. Ich spiele ja, seit ich mit Klau auf bin. Jetzt muss ich da mal um. Da habe ich einen Fanshop. Fährst du mit, oder? Ja, Rapid. Gute Mannschaft. Ja, also Rapid ist Liebe, Leidenschaft. Das ist alles in meinem Leben. Ja, dann kick mal heute weg, Daniel. Ja. Auf die Schuhe drauf. In zwei Farben beim Spar, aber lieber kannst du es ja nicht essen, Alter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt Trainer kann, aber wir probieren das Beste. Nehmen wir das Beste draus. Also ich habe da einen Arm, am Bauch, 40 cm Arm. Ich habe immer Gallenprobleme gehabt, dadurch ich immer relativ viel Scheiße gegessen habe und getrunken habe. Und das waren halt Gallensteine da drin und das waren halt so kleine Steine und das hat halt irrsinnig weh da, die Gallenschmerzen. Und dann haben sie mich operiert und bin in Weidhofen ins Spital reingekommen. Und ja, dann war ich das eigentlich. Haben sie gesagt, dass bei Operieren halt passiert auch was kann. Ich habe halt dann irgendwie hab mir gedacht, na, wird schon nicht schief gehen. Und bin dann drin gegangen im Spital und sie haben halt operiert. Und mir hat das die Putzfrau dann so geschildert, eigentlich, dass, wie sie operiert haben, haben sie immer angerufen, weil sie sofort der Oberarzt umgekommen in Obese, weil sonst verbliert der, ein 19-Jähriger. Und dann war es eigentlich ein Not-OP, weil ja da Arterie durchgeschnitten im Bauch bei mir. Und ja, dann habe ich von der Leber anobliert und dann war ich fast verbliert. Aber irgendwie haben sie die Blutung dann stoppen können und haben sie in einer Woche dreimal operiert. Im Wald vom Spiegel steht, hängen wir schon eigentlich was unheimlich die große Arm. Aber ja, was willst du machen? Jeder Mensch macht mehr Fehler, aber man sieht eigentlich, wie schnell ein Leben dann verändert sein kann. Gehen wir so? Ja. Machen wir. Aber gut, es geht doch. Mhm. Wahnsinn, was der Bub schon mitgemacht hat. Wahnsinn, dass der Typ immer noch lacht. Die frohe Natur geht lieber tricksen und gabeln, als in einer Tour mit dem Schicksal zu hadern. Ah, bist du Daniel? Reda. Fußballprofi zum Werden war ein Kindheitstraum. Aber ich gebe es ehrlich zu, in der relativen Form, wo ich mich jetzt befinde, jetzt körperlich und Fitness her, schaut es derzeit nicht so gut aus. Und ja, sicher war es leibend, Fußballprofi zu sein. Weil wenn du vor dem Block West stehst und alle feiern, ja, das war einfach sicher ein geiles Feeling, wenn du durch den Spielertunnel rausgehst und einfach, die schauen jetzt, weiß nicht, 25.000 Leute und alle bleiben witzig, wenn du da durchschießt. Das war halt ultimativ geiles Feeling. Auch wenn er Rückzieher verpennt, lieber steht als sportlich rennt, so muss man Kevin Wittek lassen. Rapid hat ihn urkundlich erwähnt. Hoppa! Ich hab da ein Rapid-Urkunde, weil 2017 am Rapid-Camp war in Rosendorf, was mir sehr Freude bereitet hat. Das habe ich von meiner Mama gekriegt, also den Gutschein für das Rapid-Camp.
Das war 2019. Da steht einfach drauf Urkunde. Kevin Wittek hat erfolgreich am SK Rapid Jugendcamp 2017 teilgenommen. Der SK Rapid gratuliert dir zu deinen fußballerischen Fähigkeiten. Und die Unterschrift von Andi Marek und Steffen Hoffmann. Und das prägt irgendwie schon an, dass man weitermacht. Pro Tor, was ich da schieße, gibt es auch lieber keine Säme vom Eurospar für mich. Bitte mit K. Daniel, das war hundertprozentig, Alter. Du sollst nicht spielen wie der Austria. Einfach unbesiegbar, der Wittek. Aber ich glaube alle, sie haben immer eine Chance gegen ihn. Aber es ist leider die Sache. Sie sind verdammt nah dran, aber sie schaffen es leider nicht. Daniel, ich kann nicht mehr. Ich hab mir alle Beine von Christen gehabt. Das war auch bei der Sauferei. Und ja, das tut halt beim Fußballspielen nicht so weh. Und ich hätte geglaubt, dass ich operieren gehen muss. Aber sie haben gesagt, nein. Auch nicht mehr hilft, aber das kann man schon seit 3 Jahren auch hören. Also, wäre ja mal super. Aber ja. Jetzt macht der Meck im Wadhof auf. Das ist Fitnessprogramm pur. Da wär fit halten. Muss man ja. Daniel, geh mal. Schau, geht ja.